So, jetzt sind Sie dran. Ich sehe eine Wortmeldung hier in der Mitte und dann dort hinten rechts die Dame. Und wir gehen dann auch noch auf die andere Seite. So, wir nehmen jetzt erstmal vielleicht die drei Wortmeldungen, die wir hier auf der Seite von mir aus gesehen rechts sehen. Sie drei? Ja, da vorne war die, man muss die Mikrofone jetzt durch die Reihen geben, das ist immer riskant. Ich sage jetzt auch mal an, ich glaube, es ist okay, wenn wir jedem von Ihnen eine Minute ungefähr geben. Es sollen keine Co-Referate werden und nach einer Minute werde ich dann ein dezentes Signal mit dem Glas geben und dann werden Sie bitte fertig, damit wir eine Diskussion kriegen. Bitte schön. Vielen Dank, mein Name ist Petra Osinski. Ich möchte sagen, dass ich trotz dieser wunderbaren Diskussion bislang enttäuscht bin. Und meine Enttäuschung richtet sich da vielleicht auch an den Moderator. Es geht nämlich, wenn wir um die Bewahrung unserer Lebensgrundlagen uns Sorge machen und dafür verantwortlich fühlen, um wesentlich mehr als um nur die Reduzierung von CO2 und die Abbremsung des Klimawandels. Es gab vor einigen Jahren ein ausgezeichnetes Papier der Heinrich-Böll-Stiftung, wo die ganze Philosophie, grüne Philosophie der Möglichkeit des Abkoppelns des wirtschaftlichen Wachstums vom Ressourcenverbrauch in Frage gestellt wurde. Dazu habe ich heute Abend nichts gehört. Es gibt beim BUND einen Arbeitskreis Suffizienz. Das sind vielleicht in ganz Hamburg 10 Personen. Aber meine Frage jetzt besonders an Herrn Hofreiter ist, was ist die Position jetzt bei zumindest den Grünen in Bezug auf das Ende des Dogmas von der Notwendigkeit des Wirtschaftswachstums, insofern als ja klar ist, dass wir es nicht schaffen, das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch abzukoppeln. Machen wir es so, dass wir vielleicht drei Wortmeldungen sammeln und die beiden dann darauf eingehen. Ich danke Ihnen übrigens sehr für das Stichwort Suffizienz. Es steht auf meinem Zettel und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, sondern dass es von Ihnen eingebracht wurde. Es waren zwei Wortmeldungen, die dort nebeneinander waren, bitte. Die Dame und dann der Herr davon. Ich bin die Tabitha Elkins aus Rheinland-Pfalz. Meine Frage ist, also wir reden über Klimawandel und was Deutschland, spezifisch Deutschland, machen kann. Aber wir haben, meine Frage ist, wie können wir darum gehen, wenn so ein Klimaleugner wie Donald Trump als US-Präsident sogar alle Autoemissionsgesetze lockert, er setzt sich auf Kohle. Wir brauchen internationale Lösungen und wir als Deutschland, wir können nur so viel machen. Wie gehen wir damit um? Dankeschön. Und der Herr in der Reihe davor. Klaus Wilke. Ich bin bei einigen Teilnehmern hier bekannt, weil ich lange Jahre im Vorstand vom Eine-Welt-Netzwerk war. Ich möchte mich erstmal bei den Veranstaltern bedanken, dass sie es zu dieser Veranstaltung eingeladen haben. Gleichzeitig auch an den Referenten und Moderator, wie bisher das Thema aufgearbeitet worden ist. Was mir halt fehlt, ist der Hamburg-Bezug. Den kann ich aber von den beiden Referenten nicht erwarten. Ich denke, der Zukunftsrat fehlt als Kooperationspartner. Weil beim Zukunftsrat haben wir uns, was den ökologischen Fußabdruck betrifft, schon mehrmals damit auseinandergesetzt. Das war halt Teil der Zivilgesellschaft. Und die Verwaltung, sprich der Senat, haben das zur Kenntnis genommen. Und die Sache ist dabei als bedrucktes Papier liegen geblieben. Beim Zukunftsrat kann man die Sachen zum Teil noch nachlesen. Zum Teil sind sie verschwunden. 1999 gab es mal in dem Rahmen, das kann ich jetzt nur hier per Papier zeigen, aber ich kann es auch digital mal zur Verfügung stellen, eine Berechnung des ökologischen Fußabdrucks, was Hamburg betrifft, wo die Fläche, die Hamburg im Prinzip theoretisch nutzt,
auch mal aufgezeigt ist. Und das war von Bremerhaven, also im Prinzip die gesamte Metropolregion. Und als Anregung würde ich halt geben, dass wenn Deutschland jetzt den Welterschöpfungstag am 2. Mai hat, was ja im Prinzip vom Global Footprint Network ausgerechnet worden ist, dann wird Hamburg wahrscheinlich, nehme ich an, mich würde es nicht wundern, Ende April irgendwo liegen. Wir haben hier in Hamburg einen relativ brauchbaren 2030-Prozess. Und da geht es auch um Monitoring. Und das hat auch die Behörde bzw. die Politik begriffen. Mir liegt ein Brief von Herrn Pollmann als Staatsrat vor, dass er diese Monitoring-Geschichte durchaus drauf hat. Nicht böse sein, aber wenn wir jetzt Wenn wir in Hamburg es fertigbringen würden, unseren Welterschöpfungstag, den wir erstmal ermitteln müssten, der, wie vermutet, Ende April liegt, bis zum Jahre 2025 vielleicht in Richtung Anfang Mai schieben, dann hätten wir schon einiges erreicht. Dankeschön. Ich glaube, vor allem aus dem letzten Beitrag, das kann man ja verallgemeinern und sagen, wo sind die lokalen Möglichkeiten und Notwendigen? Es gibt Hamburg, es gibt München, es gibt Berlin, Hannover, Bremen, selbst Bremerhaven. Und wenn man es dann so rum, und auch Passau, wenn man es dann so rum sieht, dann sind wir bei der Frage, was können lokale Ebenen beitragen, damit der Zug in die richtige Richtung geht. Also diese drei Fragen haben wir. Suffizienz, was tun, wenn wir von Weltführern regiert werden, die das alles ignorieren und wir sitzen hier auf unserer schmalen nationalen Scholle. Und das Dritte ist eben, was kann und was muss lokal getan werden. Wer möchte anfangen? Herr Brunert. Also die Frage zur Suffizienz richtete sich primär an den Toni, da belasse ich sie auch. Ich will nur in einem Recht geben. Die alleinige CO2-Betrachtung, die wir in fast allen Bereichen jetzt der Politik haben und dass es nicht zu Nachhaltigkeitsbetrachtungen kommt. Ich habe das vorher versucht, am Beispiel EEG deutlich zu machen und der Vermeisung der Landschaft. Und da gibt es viele andere Beispiele, ob ich jetzt in die Abfallwirtschaft schaue, bei Wasser oder bei anderen Dingen, wo vieles in den Hintergrund gerät, weil das CO2-Ziel natürlich so wichtig ist. Ganz klar ist es wichtig. Und wir schon da die Riesenprobleme haben, überhaupt da das Bewusstsein dafür zu stärken und uns da durchzusetzen. Aber es dürfen tatsächlich die anderen Bereiche von Umweltpolitik nicht verloren gehen, sondern die sind genauso wichtig, wenn nicht mindestens ebenso wichtig. Zweiter Punkt, was tut man mit so Verrückten wie den Trump? Was kann insbesondere Deutschland tun? Also Sie spielen ja zu Recht darauf an, dass wir CO2-Emissionen haben, und da ist China, USA und Indien natürlich um ein viel, 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 vielfaches höher und für das globale Klima entscheidender, als das in Deutschland der Fall ist. Aber ähnlich wie beim Erneuerbaren Energiengesetz, das knüpft an dem an, was ich vorher gesagt habe, muss Deutschland mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die wir haben und den politischen Einfluss, den wir haben, Zeichen setzen und auch Wege aufzeigen, wie es geht. Und ich glaube, dass das unser einziger Beitrag sein kann. Und dann müssen wir darauf hoffen, dass auch andere Demokratien in der Lage sind, sich Menschen mit komischen Frisuren zu entledigen. Es wäre auch gut, wenn in Nordkorea Menschen mit komischen Frisuren nicht mehr da wären. Vielleicht müsste man auch an Friseuren arbeiten. Aber ich glaube, es ist... aber Spaß beiseite... Natürlich gibt es in der Politik, und das meine ich jetzt ganz ernst, also wenn ich in mein jetzt 30-jähriges politisches Leben schaue, ich habe dich nicht gemeint mit den komischen Frisuren, Toni, wir waren mal beim Nockerberg, da war das der Running Gag, aber egal. Das, was wirklich so ist, es ist doch immer in der Politik ein Kampf. Es geht um Mehrheiten zum Schluss. Und es gibt immer auch Rückschläge, es gibt nicht eine Aufwärtsbewegung, sondern es ist immer eine Frage von Kämpfen, von gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen und dass man nicht aufgibt und dass man weiterkämpft. Und das kann ich auch nur allen zurufen, die jetzt angesichts von solchen Leuten wie Trump die Hoffnung aufgeben. Das wird uns zurückwerfen, aber es ist nicht das Ende der Geschichte. Solange es Menschen gibt auf dieser Welt, können sie Geschichte verändern und darauf müssen wir setzen.
Fangen wir mit der Trump-Geschichte an. Ich glaube, dass da Deutschland eine ganze Reihe von Dingen tun kann. Man sollte auch eins nicht vergessen, die USA ist nicht Trump. Und nehmen wir ein Beispiel, Baden-Württemberg, das jetzt nicht so groß ist wie Kalifornien, aber trotzdem hat Baden-Württemberg eine enge Kooperation mit Governor Brown von Kalifornien eingegangen, um Klimaschutz, insgesamt Umweltschutz voranzutreiben und einfach schlichtweg Trump zu ignorieren. Und so kann man das auch intensiv mit US-amerikanischen Großstädten und so weiter. Meiner Beobachtung nach, glaube ich, braucht sowieso eine stärkere Zusammenarbeit von fortschrittlichen Regionen und fortschrittlichen Großstädten untereinander, weil nämlich oft Großstädte weiter sind als die oft sehr verbohrten nationalen Regierungschefs. Und ich glaube, das ist etwas, was man nochmal stärker vorantreiben kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Regionen, die da Gutes machen. Und dann kann man auch konkret Dinge machen. Zum Beispiel ist wieder eine Debatte mit der USA, ein Handelsabkommen abzuschließen. Also ich habe sowieso eine Skepsis, was diese Freihandelsabkommen angeht, weil die weniger frei sind als, ja, ein paar sind schon frei, aber die haben halt meistens verdammt viel Kohle. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber warum kann man da nicht zum Beispiel rein sagen, ja, wir können Handelsabkommen abschließen, aber nur mit den Ländern, die bereit sind, Paris anzuerkennen und Paris, also die Klimaschutzabkommen von Paris wird Teil der Handelsabkommen. Schon hast du einen relativ großen Hebel. Frankreich wollte das. Frankreich wollte das für die nächsten Handelsabkommen mit Neuseeland und Australien. Wer hat es verhindert? Die deutsche Bundesregierung unter Merkel, weil sie gesagt hat, man darf doch diese Handelsabkommen nicht überfrachten. Naja, ich meine, es geht immerhin um Klimaschutz. Also wie gesagt, Merkel ist da meiner Beobachtung nach, wenn es konkret wird, immer ein ganz schlimmer Finger, wenn es um Klimaschutz geht. Also das sind Dinge, die man da ganz konkret machen kann. Dann Großstädte. Ich glaube, dass Großstädte von großer Bedeutung sind und dass insbesondere Großstädte Möglichkeiten haben, langfristig bei der Gestaltung der Stadt, Stadtentwicklung, ÖPNV, also Bus und Bahn, Fahrradkonzepte und so weiter. Aber was Städte natürlich nicht ersetzen können, sind die Rahmenbedingungen. Städte machen konkret vor Ort, wie wird ein Haus gebaut, wie wird eine Straße gebaut, wie wird ein Fahrrad gebaut. Das sind Städte von großer Bedeutung und da muss man auch lokal die ermächtigen und braucht man lokale Mehrheiten. Wird ein großer Parkplatz gebaut oder gibt es Geld für eine Straßenbahn? Ganz konkret die Sachen. Aber die Rahmenbedingungen müssen national passieren. Und dann die Frage mit dem Ressourcenverbrauch und so weiter und ob CO2 alles ist. Natürlich ist CO2 nicht alles. Das stand hier jetzt stellvertretend. Es gibt mindestens eine weitere ganz, ganz große Umweltkatastrophe, die auch in der Lage ist, unsere Lebensgrundlagen zu beschädigen. Und das ist, was ich vorher die sechste Aussterbekatastrophe, die drohende, nannte. Das ist einfach der Zusammenbruch der Biodiversität und der Zusammenbruch unserer Ökosysteme, weil wir zu viele Tier- und Pflanzenarten ausgerottet haben. Und dann gibt es noch vieles, vieles weitere, was da anzuführen wäre. Und selbstverständlich ist es so, dass es auf einem begrenzten Planeten nicht unendliches Wachstum in jeder Hinsicht geben kann, weil nämlich die Kontinente wachsen nicht mit, die Weiden wachsen nicht mit, die Ackerflächen wachsen nicht mit und so weiter. Aber ich bin mir halt auch nicht hundertprozentig sicher, ob das Wachstum gerade in Bruttoinlandsproduktzahlen ausgedruckt der echt richtige Maßstab ist, ob man da nicht auch wieder in eine Falle geht. Nämlich nehmen wir mal an, es gelingt uns wirklich, die Wirtschaft in Deutschland grundlegend zu transformieren und auch den Rebound-Effekt im Blick zu haben, indem man bei der Energie wirklich auf erneuerbare Energien setzt, indem man bei der Batterieproduktion auf Recycling der knappen Rohstoffe setzt, also auf echte Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Also es gelingt uns tatsächlich, die ökologisch-soziale Transformation dieser Gesellschaft mit Mehrheiten gemeinsam mit Florian durchzusetzen und umzusetzen. Ich glaube, es hätte erstmal zur Folge, dass im BIP gemessen wir ein gigantisches Wachstum in Deutschland hätten, weil nicht Unmengen Fabriken sich ändern müsste, Städte sich ändern müsste, die Bahn ausgebaut werden müsste, die Häuser auf kluge Art gedämmt, nicht mit Styropor, aber mit was Abbaubaren und so weiter. Deshalb ist es vollkommen klar, dass es auf einem begrenzten Planeten ein unendliches Wachstum gibt. Und deswegen müssen wir uns auch überlegen, wie wir die Wachstumszwänge aus unserem Wirtschaftssystem rauskriegen. Aber ich glaube, dass es mindestens so wichtig ist, sich darauf auf die konkreten Dinge zu fokussieren. Und das hätte, glaube ich, so wie im Moment BIP gemessen wird, im Moment eher ein Wachstum zur Folge in BIP, wenn wir die
Gesellschaft umbauen. Ich halte, wie gesagt, von diesen BIP-Zahlen eh nur sehr begrenzt was. Nämlich, nehmen Sie an, Sie haben einen ganzen Haufen Autounfälle und diese Autos müssen alle ersetzt werden. Vielen Menschen geht schlecht bei den Autounfällen, viele sterben sogar. Ja, das hat BIP-Wachstum erstmal zur Folge. Deshalb, ob das wirklich so der richtige Maßstab ist, um was Vernünftiges zu messen, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Deswegen ist auch meine Frage, ob es der richtige Maßstab für die Kritik ist. Und ich glaube, der richtige Maßstab für die Kritik ist Artensterben, ist CO2-Verbrauch, ist Grundwasserverschmutzung, ist, wie es den einzelnen Menschen geht, wenn wir die soziale Dimension mit einbringen, wie viele Menschen sind arm, wie groß ist die Ungleichheit im Lande. Ich glaube, das sind die weitaus wichtigeren Kriterien und ich finde, auf die sollten wir uns fokussieren, um die Dinge in den Griff zu kriegen. Da, wir kommen sofort dahin. Aber da doch eine Nachfrage, weil der Begriff der Suffizienz, der ja hier eingebracht und angemahnt wurde, besagt ja noch ein bisschen mehr. Er besagt ja nicht nur, dass wir kritisch gegenüber dem BIP und seinem Wachstumsbegriff sein sollen, sondern er besagt doch eigentlich, dass wir ein Stück weit sagen müssen, genug ist genug, ist vielleicht auch mehr als genug und dass wir überlegen müssen, reale, zum Teil vielleicht sogar Rückschritte in dem, was Maßstab von Lebensführung ist, in Kauf zu nehmen, vielleicht für sinnvoller zu halten. Das ist auch in der Grünen Partei eine sehr, sehr tiefgreifende, fundamentale Debatte. Da interessiert mich schon, wo Toni Hofreiter steht. Ich glaube, dass man da auch wiederum genauer hinschauen muss. Jetzt nehmen wir wiederum die Energiemenge. Die Energiemenge, die die Sonne auf unserem Planeten schickt, ist so gigantisch groß. Wir nutzen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Moment als Energiemenge weltweit, als Menschen, so verschwenderisch, wie wir damit umgehen, was die Sonne uns an einem Tag schickt. Das heißt, mit einem klugen Ausbau der erneuerbaren Energien hätten wir Energie im absoluten Überfluss. Wo wir ein echtes Problem haben, das ist bei Ackerland. Ein echtes Problem bei Ackerland. Und damit sind wir gleich bei einem ganz heiklen Thema, nicht beim Fleischkonsum. Wenn alle Menschen weltweit so viel Fleisch essen würden, wie wir es in Deutschland im Schnitt tun, dann bräuchten wir nur dafür zwei Erden. Das geht nicht. Und das lässt sich auch schwer technisch ersetzen, weil nämlich die Viecher eh schon unter schlimmsten Haltungsbedingungen das Letzte aus ihnen rausgepresst wird. Deshalb... Wo wir technisch, wenn wir es klug organisieren, relativ entspannte Lösungen hinkriegen, so wie alles andere, ich meine, nicht entspannt, weil Braunkohle und so weiter, aber was technisch möglich wäre, wäre bei der Energie, bei der klassischen Energie. Das wird nicht so, wenn wir alles richtig entscheiden, das irre Problem werden. Den Fleischkonsum, den können wir nicht aufrechterhalten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Außer man setzt auf im Labor gezüchtetes, dieses Separatorenfleisch oder nicht Separatorenfleisch, das ist das, was von den Knochen gekratzt wird, sondern auf dieses Kunstfleisch, das im Labor gezüchtet wird. Vielleicht gelingt einem das, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie emotional so ein bisschen eklig, aber das ist ein anderer Punkt. Aber Fleisch von lebenden Tieren in guter Qualität, in der Menge, gut, die Qualität ist momentan also eine Katastrophe, aber das ist eine andere Frage, ich frage mich sowieso, warum... Aber wie gesagt, in der Menge, das wird nicht gehen. Okay. Das heißt, wo Suffizienz notwendig ist, ist aufgrund des irrentechnischen Fortschritts, den wir haben, und zum Beispiel die gigantischen Mengen Energie, die auf unserem Planeten strömen. Deswegen ist ja auch, ehrlich gesagt, so völlig absurd, dass wir Kohle verbrennen. Also und uns damit in eigene Schwierigkeiten bringen. Also wenn du dir das mal in Ruhe überlegst, was wir da können, dann kannst du eigentlich nur schreiend davon laufen. Aber in andere Bereiche, Fleischkonsum. Gut. Wir bleiben hier und wir haben jetzt Wortmeldungen. Wir nehmen jetzt mal diese Seite dran. 1, 2, 3 sehe ich. Ja, jetzt nehmen wir die drei. Die Dame hier vorne in Rot fängt an. Hallo, ich bin Astrid Mathieu vom Ernährungsrat Hamburg und da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe öffentliche Beschaffung. Damit wären wir beim Thema. Vielleicht ein kleiner Exkurs zum Thema Fleisch. Da geht es nicht nur in Tüdelchen um die ökologische Frage, sondern auch massivst um die soziale, Stichwort Schlachthöfe,
das ist unterirdisch und in meinen Augen auch kriminell, wenn wir uns daran weiter beteiligen. Wir haben hier in Hamburg den Versuch gemacht und machen ihn weiter, bleiben da am Ball mit dem ersten Schritt, mehr Regionales und Bio für die Bürgerschaft, damit die mal ein Signal setzen, nachdem sie viele Papiere abgenickt oder beschrieben haben. Und das seit 4 Jahren. Es soll dann weiter in die Stadt hineingehen. Natürlich bei den anderen Behörden öffentliche Beschaffung heißt ja, dass eben auch im Sinne von nicht das Individuum soll es richten, nicht alleine zumindest, sondern eben auch die gesetzgeberische Seite oder die Verwaltung. Und jetzt aber auch meine Frage an die beiden Herren auf dem Podium. Ich erinnere mich an die Demonstration Wir haben es satt von 2018. Und eine der Forderungen, es waren ja auch Grüne ganz vorne oder irgendwo mit in einer festen Reihe mit dabei und haben auch diese Demonstrationsforderung mitgetragen. Eine der Forderungen lautet, bis 2020 mindestens 50% der öffentlichen Beschaffung aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft. Frage an den Herrn Staatssekretär, wie sieht es im Umweltministerium aus? Was sagt da die Kantine? Also wirklich konkret, ich möchte Kilometerzahlen haben und Fleischkonsum. Okay. Und dann, welche Vorstellungen hat Toni Hofreiter, damit wir mit den 50% bis 2020 in der öffentlichen Beschaffung bundesweit vorankommen? Dankeschön. Wir gehen weiter. Der Herr, ja, dieser etwas größere, nee, erstmal hier vorne mit dem braunen T-Shirt und dann kommen wir nach ganz hinten und dann haben wir, bitte. Okay, schönen Abend. Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht behalten. Die aber beiden sind wichtig. Sie sagten vorhin, dass die SPD schon immer gegen das große Geld gekämpft hätte und dazu sage ich, dass keine Partei sich so sehr dem Neoliberalismus verschrieben hat, der Deregulierung im Kapitalismus so unterworfen hat, wie die SPD unter Schröder 1998 mit Beteiligung der Grünen. Und ich sehe leider im Moment den politischen Willen bei SPD und CDU nicht für diesen meiner Meinung nach Politik- und Systemwechsel, den wir brauchen, um sozioökologisch wirklich voranzukommen. Dann möchte ich noch was zu Ihrer Aussage vorhin machen, dass wir Fortschritte im Gewässerschutz hätten. Laut BUND sind 90% aller Flüsse und Seen in Deutschland im Moment stark belastet. Nach Malta ist Deutschland das Land mit dem am stärksten belasteten Grundwasser aufgrund von Massentierhaltungs- und Agrarchemie-Lobby. Und ja, was Sie gesagt haben, Herr Hofreiter, alles finde ich sehr schlüssig und gut. Ich kann nur hoffen, dass Ihre Partei da in Zukunft mehr Haltung an den Tag legt als bisher. Danke. Dankeschön. Und der Herr ganz hinten. Ja? Ich heiße Robert Wurzler, ich wohne hier im schönen Hamburg. Meine Frage richtet sich an Toni und an Florian in gleicher Weise. Sie betrifft Europa. Was kann, was muss auf europäischer Ebene getan werden, damit die Uhr, die tickt in Richtung Kaputtmachung unserer Lebensgrundlagen, etwas angehalten wird? Ich stelle diese Frage nicht, weil endlich mal dieses Stichwort fallen muss, sondern weil ich diese europäische Ebene für sehr wichtig halte. Wir haben das Problem, was wir haben, ist ein globales Problem. Die Ebenen, auf denen wir tätig werden können, sind alle wichtig. Der Aspekt der Suffizienz ist mir selbst sehr sympathisch und ich mache da einiges an mir. Die lokale Ebene ist ganz wichtig, die nationale Ebene natürlich. Ich kann Vorbildfunktion haben, überall auf der Welt. Aber selbst so eine große, potente Wirtschaftsnation wie Deutschland, sagen wir mal, Merkel wäre auch ein bisschen stärker interessiert an der Sache, sitzt nicht an einem Hebel, um ganz viel zu bewirken weltweit und nachhaltig. Der Hebel, an dem Deutschland sitzen kann, kann verstärkt und verlängert werden, indem Deutschland auf
europäischer Ebene auch darauf hinwirkt, dass die richtigen Maßnahmen getroffen werden können. Okay. Jetzt also die Frage, ich stelle Sie bitte nochmal, welche konkreten Maßnahmen, bald kommt die Europawahl, schlagt ihr vor, CO2-Steuer, Umlegung von CO2-Steuer auf Einfuhren zum Beispiel, um ein Schlagwort zu nennen. Ich höre auf, danke. Dankeschön. So, ich möchte noch eine Wortmeldung hier vorne aus der ersten Reihe mit dran nehmen, weil das, ich hatte sie vorhin übersehen. Bitte schön. Ja, mein Name ist Maren Jonsek-Ort. Ich bin die Landesvorsitzende vom BUND Hamburg. Und ich habe mir 4 Punkte aus dieser Debatte aufgeschrieben, die ich sehr interessant finde und wo ich 2 Fragen anschließen möchte. Das eine Thema ist viel mehrfach, wir müssen Mehrheiten beschaffen. Wir sind natürlich als BUND mit 9.000 Mitgliedern in Hamburg, finden wir schon ganz schön stark, aber bei 1,8 Millionen oder 1,9 Millionen Einwohnern viel zu wenig. Dieses Mehrheitenbeschaffen ist schwierig. So, und wir versuchen daran zu arbeiten, aber ich würde gerne nochmal die Ideen von Ihnen beiden dazu hören. Das Thema politische Rahmensetzung, da sind wir, finde ich, sehr gut. Notfalls klagen wir auch, wie jetzt aktuell, gegen den Luftreinhalteplan in Hamburg, wo wir gesagt haben, der reicht uns nicht, das ist eine Mogelpackung. Und das können wir als Hamburger so nicht hinnehmen. Das ist ein Thema, was für uns schon lange eine große Bedeutung hat. Was ich aber auch mitgenommen habe, ist dieses Thema soziale Aspekte. Ich glaube, hier müssen wir noch besser werden, das müssen wir noch viel mehr mitdenken als bisher. Wir haben häufig immer mit der Aussage, ja, wir sind ja ein Umweltverband, das so ein bisschen an den Rand geschoben. Da würde ich gerne noch mal hören, was macht denn die Bundespolitik im Umweltbereich und soziale Aspekte gemeinsam? Das kriegen wir ja hier auf Hamburger Ebene nicht immer so mit. Und der letzte Punkt, wo ich gerne noch mal was zu hören würde, ist dieses Thema mit den Klimaleugnern und der AfD. Das ist ein Thema im BUND. Wir haben auf Bundesebene im BUND ganz heftige Diskussionen. Wie gehen wir damit um? Führen wir Sachdiskussionen? Verweigern wir uns der Diskussion? Das können wir fast gar nicht. Wir haben Landesverbände, wo es ganze Ortsgruppen gibt, wo diese Menschen anwesend sind. Wir müssen uns nicht tagtäglich, aber ab und an, Toni weiß es, mit diesen Schriften dieser Leute auseinandersetzen. Und das ist angesichts der Zahl von, was kam von 10-15%, nicht ganz ohne. Dazu würde ich gerne auch noch was hören. Wie geht die Politik in Berlin damit um? Dankeschön. Okay, dankeschön. So, ein ganzer Sack voll Fragen. Wollen wir einfach mal vielleicht hinten anfangen, weil das 3 sehr konkrete Punkte waren, die sich auf die Debatte bezogen haben. Wer mag anfangen? Also die Frage der Mehrheiten. Ich glaube, da ist ganz entscheidend, dass wir uns, und zwar gemeinsam, alle immer an der Nase fassen, dass wir nicht von der Politik sprechen. Das machen wir gemeinsam, selbst wir, die wir politisch zuständig sind, viel zu häufig. Nämlich dadurch wird unklar für die Bürgerinnen und Bürger, wer die Verantwortung hat. Nämlich die Politik zu beschimpfen oder es sogar selbst als Teil der Politik zu machen, ist total bequem, weil es ist nicht so eine amorphe Masse, und stattdessen grundsätzlich Ross und Reiter zu benennen. Wer Mist gemacht hat, und den als Partei zu benennen, den als Person zu benennen, nämlich dadurch wird es transparent für die Bürgerinnen und Bürger. Nämlich jetzt stell mir vor, ich bin einfache Bürgerin und Bürger und bin nicht damit täglich befasst, so wie jetzt. Und dann heißt es, die Politik macht Scheiß. Ja, was mache ich denn dann? Wenn die Politik Scheiß macht, gehe ich dann nimmer wählen, wen wähle ich dann? Dagegen, wenn es heißt, die Grünen haben Mist gemacht, dann weiß ich, wer Mist gemacht hat. Wenn es die SPD war, wenn es die Bundesregierung war, wenn es der Verkehrsminister war, wenn es der Finanzminister oder die Kanzlerin war, dann weiß ich was. Deshalb, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte in einer repräsentativen Demokratie, dass man immer deutlich macht, wer hat die Verantwortung, damit man Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Dann die sozialen Aspekte mit zu berücksichtigen. Ich bin ja selbst Mitglied im BUND, ich bin ein Gewerkschaftsmitglied. Ich glaube, das ist von ganz großer Bedeutung, weil nämlich, wenn man in so Auseinandersetzungen gerät zwischen Hemd und Jacke, dann ist man vielleicht das Hemd näher, aber die Jacke brauche ich halt mittelfristig mindestens genauso, nämlich ohne die Jacke erfriere ich vielleicht. Und deshalb, glaube ich, ist das für die gesamte Umweltbewegung von großer Bedeutung,
Dinge so zu organisieren, dass normale Menschen nicht zu verlieren werden. Oder konkret ausgedrückt, deswegen fordern wir einen großen Fonds für die Abwicklung der Braunkohle, dass da die Unternehmen zwar bezahlen, aber nicht die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter. Und da jetzt alle Beispiele aufzuführen, dann sprengen wir komplett die Zeit. AfD, ich glaube, das kann man immer nur konkret entscheiden. Es gibt auch völlig Verbohrte, wo man einfach mit Härte draufgehen muss. Und es gibt gerade lokal, wenn man direkt konfrontiert ist, vielleicht auch Leute, mit denen man noch reden kann. Aber das kannst du, das ist meine Erfahrung auch aus dem Bundestag, da haben sie sich so radikalisiert, dass das inzwischen mehrheitlich Rechtsradikale sind. Das war auch zu beobachten über die letzte halbe, dreiviertel Jahr, dass das immer schlimmer geworden ist, weil es so einen Wettbewerb bei denen in der Fraktion gab, wer ist der Schlimmste und der Widerlichste und der Rechtsradikalste. Ja, keiner von denen wollte sozusagen der sein, der vielleicht im System zu nett ist. Und deswegen haben die einen krassen Selbstradikalisierungsprozess. Am Ende kann man das nur ganz konkret immer sagen, mit wem hat man es konkret zu tun. Eine allgemeine Richtlinie, glaube ich, kann man da nicht geben, außer in der Hinsicht, ich würde sagen, da wo die Leute NS-Terminologie verwenden, denen würde ich immer den Stuhl vor die Tür stellen. Und im Bundestag haben wir eine ganze Reihe von Leuten, die NS-Terminologie verwenden, von den Bundestagsabgeordneten. Das sozusagen von denen. Jetzt gibt es noch drei weitere sehr grundlegende Fragen. Magst du einfach aber du mal? Ich wollte gerade sagen, das ist, der hat ein eigenes Mikro. Also eine ging ja sehr speziell auch an Sie, nämlich ja, die neoliberale rot-grüne Vergangenheit oder wie auch immer. Das ist schon ein massiver politischer Vorwurf. Gut, ich wollte jetzt auf die Frage antworten. Ja. Ich kann natürlich auch auf die andere antworten, wie das gewünscht wird. Ich wollte aber gerne nur kurz in Ergänzung, weil wir uns an der Stelle nicht groß unterscheiden, noch etwas sagen. Meine Erfahrung ist, ich bin 1989 eingetreten in die SPD, um was gegen die damaligen Republikaner zu machen, wer sich noch erinnert. Das waren auch Rechtsradikale, die sehr holzschnittartige, ausländerfeindliche Thesen vertreten haben und wo es gelungen ist, sie wieder zurückzudrängen. Allerdings, glaube ich, wird es uns mit der AfD nicht gelingen, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine rechtsradikale Partei im politischen Parlamentsspektrum vermutlich auf Dauer haben werden. Wenn es anders käme, würde ich mich freuen, aber ich glaube, man muss sich mit denen auseinandersetzen. Dann kommt es darauf an, wann und wie. Meine Erfahrung ist, dass es nicht nur Krakeler und Schreihälse gibt, sondern es gibt auch immer noch Leute, die einer Diskussion folgen. Und wenn es eine Diskussionsmöglichkeit gibt, dann bin ich Kind der Aufklärung und setze immer darauf, dass man mit guten Argumenten doch noch ein paar Leute überzeugen kann. Ich weiß, dass es einen ganzen Teil von AfD-Anhängern gibt, die man mit den besten Argumenten nicht überzeugen wird. Aber vielleicht gibt es auch Schwankende, die man überzeugen kann. Darum bin ich im Zweifelsfall für Argumentieren. Es gibt Grenzen, die der Toni aufgezeigt hat. Dann, wenn es Nazisprüche sind und so weiter und so fort, irgendwo muss man auch dann eine Grenze ziehen. Aber ich halte es auch für wichtig und dann sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn ich mal Ernst Bloch zitieren darf, der sagte mal, die Rechten sprechen betrügend, aber sie sprechen zu den Menschen. Die Linken sagen die Wahrheit, aber sie sprechen nur von Sachen. Und was uns gelingen muss, glaube ich, ist es in den Diskussionen, egal ob beim Thema Klimawandel oder bei anderen Fragen, auch so zu sprechen, dass uns Leute verstehen. Uns alle übrigens. Ich habe früher viel Gewerkschaft, Jugendbildungsarbeit gemacht und weiß, dass allein dann, wenn man schon 10 Sätze ohne Zettel sagt, es bei vielen Leuten ankommt als oberlehrerhaft und belehrend. Und dessen sich bewusst zu machen, dass es unterschiedliche Wahrnehmungsrealitäten in der Gesellschaft gibt und dass die AfD es schafft, eine ganz bestimmte, nicht sehr kleine Gruppe sehr gut anzusprechen. Das muss eine Herausforderung für uns sein, auch um unser eigenes Verhalten, vielleicht unsere eigene Ausdrucksweise, um unser eigenes Umgehen auch zu verändern, um verstanden zu werden. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und zu den sozialen Aspekten, ich glaube, meine persönliche Überzeugung ist, dass immer dann, also wenn es Menschen besser geht, sozial besser geht, ich müsste jetzt länger da referieren dazu, weil es gar nicht mehr so einfach ist, aber dass sie dann offener sind, auch für eine fortschrittliche Politik, auch für mehr Umweltschutz, für besseren Klimaschutz und für mehr Gleichberechtigung und andere Themen.
Und deswegen halte ich die soziale Frage für eine der entscheidenden, dass man nicht einen Rollback erlebt auf den Feldern fortschrittlicher Politik. Und deswegen muss man sich zum Beispiel um Wohnungsbau kümmern und muss den Leuten bezahlbare Wohnungen anbieten. Aber wir müssen es so schaffen, dass dieser Wohnungsbau eben anders stattfindet und Fehler der Vergangenheit weder in der Ghettobildung noch in der ökologischen Nachteiligkeit nicht wiederholt. Und wir müssen auch es schaffen, dass wir zum Beispiel andere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Mehr Wohnungsbau heißt nicht mehr Flächenverbrauch. So, und das muss man hinkriegen. Und dafür haben wir eine ganze Menge Instrumente aufgezeigt. Ich weiß aber, wie schwierig das ist, vor Ort es durchzusetzen. Wenn es um die Frage intelligenter Nachverdichtung geht oder andere Dinge, das sind dieselben unter Missbrauch meines Vornamens, Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd's andere an, die auf solchen Veranstaltungen für viel Ökologie werben. Wehe, das Haus in der Nachbarschaft wird dann um ein oder zwei Stockwerke in Holzbauweise ökologisch aufgestockt und schafft mehr Wohnraum. Da ist dann mit den Prinzipien, wenn es da unmittelbar vor der eigenen Haustür ist, manchmal schwieriger. Und ich finde, auch da müssen wir konsequenter werden. Wenn wir Ziele uns setzen, muss man auch in der Umsetzung dann konsequent sein. Ich so. Bitte, ja. Doch noch auf die eine Frage konkret einzugehen, nämlich Wasserqualität. Da war ja der Vorwurf Deutschland nach Malta sozusagen das miserabelste. Ich glaube, Grundwasser war gemeint wegen der Einträge aus der landwirtschaftlichen Düngung. Stimmt das? Also das, was selbst von vielen Umweltverbänden, die dort in diesem Arbeitskreis auch dabei sind, was die Gewässerbewertung angeht, kritisiert wird, ist, dass dieses System, das eigentlich nur schwarz-weiß dort aufzeigt, auch die Fortschritte nicht deutlich macht. Und ich glaube, nicht um etwas zu relativieren, unsere Gewässer sind nach wie vor in einem schwierigen Zustand und es gibt noch viel zu viel Eintrag von Nitrat und von anderen Dingen, aber ich glaube, dass man ein klareres Monitoring darüber braucht, wie tatsächlich Fortschritt oder Rückschritt dann auch deutlich wird. Und da ist es so, dass man auch zum Beispiel, bin ich jetzt gerade drauf gekommen, auch statistische Ungenauigkeiten mal beseitigen soll. In Bayern passiert zum Beispiel Folgendes, habe ich erst jüngst gelernt, wenn ein Trinkwasserkörper so belastet ist mit Nitrat, dass er geschlossen wird, fällt er aus der Statistik. Ja, dann wird das Wasser natürlich automatisch besser. Ich glaube, solche Dinge muss man angehen und man muss aber auch, und ich habe da gekämpft jetzt 4 Jahre lang für die neue Düngeverordnung, dass wir dort tatsächlich etwas hinkriegen. Das ist ein Riesenfortschritt, aber ob das langt, habe ich noch meine Zweifel. Ich glaube, dass wir auch gestützt durch das EU-Urteil, das EuGH-Urteil, jetzt nochmal einen deutlichen weiteren Vorstoß brauchen, um hier zur Verbesserung von Gewässerqualität auch nachhaltig zu kommen. Aber klare Antwort, dieses Schwarz-Weiß-Monitoring, wie es bisher ist, ist auch deswegen schlecht, nicht weil man damit etwas nur einfach darstellt, sondern weil man auch die Fortschritte, die man erkämpft. Und ich glaube, es ist immer wichtig in der Politik auch zu sehen, dass es Verbesserungen gibt. Weil Menschen müssen auch sehen, dass sich etwas ändern lässt. Wenn das nicht gelingt, dann ist nämlich alles wieder gleich und es ist eh alles wurscht. So, danke. Ich ermahne auch die beiden hier oben zu, wenn es geht, fokussierter Antwort. Da waren noch die Punkte Europa. Was kann und muss in Europa konkret getan werden? Eben als eine Ebene, die doch immer noch oberhalb der nationalen ist. Und dann auch wieder aber ganz runter, wie sieht es aus mit der Ernährung? Wie bringt man da die Anteile regionaler und ökologischer Produktion nach vorne? Und zwar nicht nur lokal, sondern auch auf Bundesebene. Vielleicht zu den beiden Punkten, vielleicht mal Toni zur Abwechslung jetzt wieder. Ich glaube, bei regionaler und ökologischer Beschaffung im Umweltministerium auf Bundesebene schaut es gut aus. Ich glaube, da kommt es ganz darauf an, dass die Ausschreiberegelungen für die Kommunen so modernisiert werden, dass es nicht immer nur am einfachsten ist, für die Kommune das Billigste zu nehmen. Nämlich bei dem Billigsten fällt Bio und Regional oft auf die Nase. Und wenn du dann eine Ausschreibung machst und das mit Punkten und das alles mit rein, dann klagt der Billigste und dann traut sich die Kommune das wieder nicht und so weiter und so fort. Deshalb Ausschreibungsregelungen verändern. Europa war ein ganz starker Verbündeter beim Kampf für Ökologisierung. FFH-Richtlinie, Grundwasser-Wasserrahmenrichtlinie, CO2-Grenzwerte. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals.
All das ist gerade im Moment im Rückschritt und das hat schlichtweg mit den Mehrheiten auf europäischer Ebene zu tun. Wir haben im Europaparlament inzwischen schwierige Fraktionen. Danke. Und wir haben inzwischen einfach zu viele schwierige europäische Mitgliedsländer. Oder einfach ausgedrückt, es hat mal jemand gesagt, dass die Banken- und Finanzkrise in Europa undemokratisch gelöst worden ist. Ich finde, sie ist beschissen gelöst worden, aber nicht undemokratisch. Warum? Weil nämlich zum Zeitpunkt der Banken- und Finanzkrise waren von damals 27 europäischen Mitgliedsländern 23 mehrheitlich neoliberal oder rechts regiert. Naja, von rechten und neoliberalen Regierungen ist halt zu erwarten, dass sie eine Banken- und Finanzkrise so lösen, dass die normalen Leute zahlen und das große Kapital und die Banken verschont werden. Also es war nicht undemokratisch, sondern es waren halt einfach neoliberale und rechte Regierungen. Und ich glaube, neben all den Dingen wie strengere CO2-Richtlinien, wie eine Fortschreibung der FFH-Richtlinie, wie dass man endlich den Emissionshandel wieder in Gang kriegt, da gibt es eine lange, lange Liste von tollen Initiativen auf europäischer Ebene. Die ganze Geschichte mit der schmutzigen Luft in unseren Städten, wer macht was, die EU-Kommission. Aber damit es auch nur ein bisschen so bleibt, wie es gerade noch ist, brauchen wir mittelfristig, und da beißt die Maus keinen Faden ab, in einer relevanten Anzahl von Ländern andere Mehrheiten. Inzwischen ist es auch so, nicht nur bei der Banken- und Finanzkrise, wir haben überwiegend Länder in der Europäischen Union, die rechts regiert werden, die nicht ökologisch regiert werden, die nicht gerecht regiert werden, sondern die halt neoliberal und rechts regiert werden. Und ich muss sagen, für die Mehrheitsverhältnisse bin ich immer wieder verblüfft, wie sehr die EU-Kommission die Stange noch hält. Also die machen vieles auch falsch, aber wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anschaut, kann man sagen, Chapeau gegenüber der EU-Kommission. Die traut sich noch immerhin etwas. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die nationalen Regierungen sich so viel trauen würden wie die EU-Kommission. Allein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich, nee, wie die Google eine vor den Latz geknallt haben. Das muss da auch erstmal trauen gegenüber so einem mächtigen, kapitalgetriebenen Unternehmen. Und deshalb Mehrheiten bei der Europawahl nicht unterschätzen, Europawahl richtig, richtig wichtig nehmen, nämlich die EU-Kommission war in der Vergangenheit einer unserer engsten Verbündeten für vernünftige Regelungen. Okay. Da war ja noch die Frage nach der BMU-Kantine. Klar, ich kürze das ab, also bei Europa teile ich alles, unterschreibe ich. Zweiter Punkt, ja, wir gehen im BMU auch mit gutem Beispiel voran. Bei uns werden bei allen öffentlichen Veranstaltungen nur regionale Produkte, es wird sogar fleischlos, das ist heftig umstritten gewesen, aber wird dort auch gemacht. Ja, Sie können Applaus klatschen, ich halte allein diese Frage nachhaltig und ökologisch und ortsnah für das Entscheidende und dass es auch fleischlose Gerichte gibt, aber ich bin in der Minderheitsposition gewesen in meinem Ministerium, aber das ist halt manchmal so. Wir haben aber zum Beispiel auch mit gutem Beispiel vorangegangen, weil wir alle sachgrundlosen Befristungen in unserem Ministerium innerhalb von 4 Jahren abgeschafft haben, weil man auch dort mit gutem Beispiel vorangehen muss. Und die einzige schwierige Frage, die mir gerade gestellt worden ist, ist nach der Kantine. Nach meinem Kenntnisstand ist das vor 6 Jahren, glaube ich, oder für 4 Jahren vergeben worden. Und ich weiß gar nicht, ob wir selber darauf Einfluss nehmen, aber ich nehme das nochmal zum Anlass, dem nochmal nachzugehen, weil die Kantine nicht von uns betrieben wird, sondern extern vergeben ist, muss ich dem nochmal auf den Grund gehen. Aber ich kann nur nochmal sagen, für alle Veranstaltungen gilt alles, was wir dort im BMU servieren, ist nachhaltig, fleischlos und regional produziert. So, wir machen noch, Dankeschön, noch eine Fragerunde. Jetzt wird es schwierig, weil wir werden, also 3 kurze Fragen von hier und wenn es dann geht, noch 3 kurze Fragen von da und dann 3 kurze Antworten und dann müssen wir leider an dem Punkt durch sein. Wir lassen, ich bin jetzt, ja, es ist 15:15 und wir sind Punkt 9 fertig. So, 1, 2, 3. Wir fangen mit der Dame hier vorne an. Ich bin ganz ungerecht, aber es geht nicht anders mit der Brille. So. Guten Abend, ich bin Viola Wohlgemuth von Greenpeace. Ich habe eine kurze Frage an Herr Poland. Und zwar, ich habe gerade mit großem Enthusiasmus gehört, wie Sie über Ressourcenschutz gesprochen haben, Ressourcenschutz, Vorbildfunktion von Deutschland und auch vom Onlinehandel.
Jetzt wissen wir ja seit ein paar Monaten, dass im deutschen Onlinehandel, Marktführer Amazon ganz voran, über 30% der Retouren gar nicht mehr in den Handel kommen, gar nicht mehr verpackt werden, sondern in die Vernichtung gehen. Ihr Ministerium, Herr Flassbart, hat sich da ja auch direkt geäußert zu und hat halt gesagt, dass sie es ebenfalls als Skandal sehen und Amazon eigentlich eingestellt werden soll ins Ministerium, dass man dieser Frage nachgehen soll, ob dieses Verhalten, also diese riesen Ressourcenverschwendung, Vernichtung, die ja stattfindet, nicht nur bei Amazon, sondern natürlich im ganzen Onlinehandel, nicht eigentlich schon jetzt justiziabel wäre, also ob diese Sache nicht jetzt schon nachgegangen werden müsste in Deutschland. Ähnliche Diskussionen haben wir im europäischen Umfeld. Wir haben es gerade in Großbritannien, wo mit Burberry das Ganze wieder aufgekocht ist, wofür Milliarden Kleidung verbrannt wird. Wir haben das Ganze in Frankreich, wo diskutiert wird. Jetzt die Frage ganz konkret, ist Amazon einbestellt worden ins Ministerium und wann genau soll das denn stattfinden? Wann genau soll denn jetzt geklärt werden, ob das nicht jetzt eigentlich schon rechtswidrig ist? Und ganz konkret, brauchen wir nicht eigentlich ein Ressourcenschutzgesetz, um solche Dinge nicht längerfristig zu verhindern? So, wir machen das jetzt so, dass wir jetzt direkt Frage-Antwort machen und wir machen eben so weit, wie wir kommen. Bitte. Also ganz kurz, ich habe jetzt 4 Jahre meines Lebens mit dem Verpackungsgesetz verbracht und wollte eigentlich ein Wertstoffgesetz. Das zeigt schon, wie schwierig das ist. Die zweite Sache, wir haben einen intensiven Briefwechsel mit Amazon, die Dinge weitestgehend anders darstellen. Ich habe das jüngst auch gelesen. Die dritte Geschichte ist, wenn Amazon so vorgeht, wie in dem Beitrag da auch behauptet und wovon ich ausgehe, dann verstoßen sie schon jetzt gegen geltendes Recht. Das Problem ist, dass wir, und das habe ich nicht nur im Bereich von Verpackung oder Abfall, das habe ich in vielen anderen Bereichen wie bei Düngung und so weiter auch, es sind Landesbehörden für die Kontrolle zuständig. Und für all diese Bereiche, um die es geht, auch illegaler Export von Elektroschrott und all diese Dinge, die wir geändert haben, ja, das muss überwacht werden. Und das, was ich feststelle, ist, dass wir viel, 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 viel zu wenig Personal in den Landesbehörden haben, um das überhaupt zu kontrollieren. Manchmal ist es vielleicht auch Absicht, ja, aber in vielen Fällen ist es eine Unterpersonalausstattung. Und es hilft nichts, wenn wir noch bessere Gesetze machen, wenn die bestehenden, die nicht kontrolliert werden. Und deswegen nochmal mein Appell, auch das nicht aus dem Blick zu verlieren bei der berechtigten Kritik über auch die größeren Zusammenhänge. Gut. Der Herr mit dem sichtbaren, deutlichen Bart, bitteschön. Ja, man muss irgendwie die Menschen identifizieren von hier. Wolfgang Schubert. Eine Anregung an den Herrn Staatssekretär. Sie haben von dem Unterschied gesprochen, zu den Menschen zu sprechen oder über Sachen zu sprechen. Sie müssen nicht zu den Menschen sprechen, sondern Sie müssen mit den Menschen sprechen. Ein Beispiel. Es war kurz vor einer Bundestagswahl, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem Renate Künast diesen Vorschlag gemacht hat, einen Veggie-Tag einzuführen. Ich habe mit einer Dame von der SPD an solch einem Wahlstand gesprochen und wollte mit ihr über Ernährung sprechen, wie schlecht die Ernährung insgesamt für die Bevölkerung ist, wie schlecht die Ernährung insbesondere in den Schulen und in den Krankenhäusern ist. Was hat sie gemacht? Sie hat überhaupt nicht zugehört, sondern hat mich 5 Minuten vollgelabert über diesen wahnsinnig schlechten Vorschlag von Renate Künast. Also sprechen Sie mit den Menschen und nicht nur zu den Menschen. Vielleicht können Sie dann selbst auch noch was lernen. Also ich bedanke mich für die Belehrung. Ich freue mich immer, dazu lernen zu können. Wissen Sie, wenn man jeden Abend unterwegs ist und mit Menschen spricht und für seine politischen Überzeugungen Werbung macht, dann ist es ganz schwierig, manchmal auf solche Bemerkungen angemessen zu reagieren. Ich habe Bloch zitiert und habe nicht eine eigene Formulierung gebracht. Ich habe viele Projekte gemacht und übrigens auch bei mir im Ministerium, wo wir gerade ernst nehmen im Sinne von wirkliche Dialoge, von Bürgerbeteiligung und von all dieses Umsetzen, weil es nicht nur darum geht, dass man mit den Menschen redet, sondern dass sie auch mitentscheiden können. Und das ist das wichtigste Ernstnehmen von Menschen. Ich stelle nur fest, dass es sehr begrenzt ist, der Personenkreis, den wir damit erreichen. Trotzdem kämpfe ich weiter, weil ich im Geiste der Aufklärung groß geworden bin und nicht aufgebe, auch bei manchen Ratschlägen, die Schläge sind. Ich möchte an der Stelle aber
doch Toni Hofreiter noch ansprechen, weil die Geschichte mit dem Veggie Day und Kühners, das war ja, das war insofern interessant, als es gar kein Kühners-Vorschlag war. Ja, es war kein Kühners-Vorschlag, sondern es war ein Interview mit der Bild-Zeitung. Und dann gab es da die Frage, ja, wie ist das denn, wenn jetzt in einer öffentlichen Verwaltung die Menschen, die da arbeiten, beschließen für die Kantine, sollte man, und die sagen, wir wollen einmal in der Woche vegetarisch essen, sollte man da nicht machen? Hat sie gesagt, ja, warum denn eigentlich nicht? So gesehen, wer würde da Nein sagen wollen? Die Bild-Zeitung hat daraus gemacht eine Kampagne, Grüne Verbotspartei wollen Veggie Day. So. Die Frage ist also, wie vermeidet man als politischer Akteur, wenn man Mehrheiten gewinnen will, dass man in solche Fallen reintappt, wo es doch im Sinn um etwas vielleicht gar nicht Unvernünftiges gibt. Wenn die Beschäftigten einer Behörde beschließen, mehrheitlich, Donnerstag ist bei uns Gemüsetag oder wie vermeidet man die Falle? Herr Jessen, Sie sind Journalist, Sie wissen das doch selber, wie man geschickt mit Journalisten umgeht. Also wie vermeidet man Fallen? Indem man halt ein Gespür entwickelt dafür, wo sie einen reinlocken wollen. So vermeidet man Fallen. Wir machen hier links weiter. Und haben noch zwei Fragen. So, jetzt, Sie hatten sich hier in der Mitte schon so lange gemeldet. Sie gehen bitte dran und dann nehmen Ihnen der Herr. Und alle anderen haben sich dann für heute vergeblich gemeldet. Und ich kann nur um entschuldigen. Bitte. Ich heiße Helena Pelton und bin von Transparency Deutschland. Die Stichworte Transparenz und Ross und Reiter sind ja schon einmal gefallen. Ich möchte sie noch einmal aufgreifen und deutlich machen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die ja sehr viele Aspekte immerhin aufgreift, über die wir hier heute gesprochen haben, da wimmelt es an Hinweisen und Aufforderungen an die Zivilgesellschaft, aktiv mitzumachen. Sie sehen den ganzen Raum hier, also das scheint zu wirken. Aber das riesengroße Problem ist Intransparenz. Wenn die Zivilgesellschaft und die Bürger mitmachen wollen, dann brauchen sie zuverlässige Informationen. Sie müssen auch ihre Gegner kennen. Sie müssen die Argumente ihrer Gegner kennen, damit sie darauf ganz gezielt eingehen können. Ich möchte ein paar Stichworte mit auf den Weg geben und gern wissen, wie Sie zu diesen Stichworten beide stehen. Da ist einmal mehr Transparenz, also Transparenzgesetz. Olaf Scholz hat hier in Hamburg immerhin dafür sorgen müssen, weil die Bürger eine Volksinitiative gemacht haben. Er hat aber in der Bundestagswahl hat er hier vor Hamburgern gesagt, wir wollen auch auf Bundesebene ein Transparenzgesetz. Da wusste er noch nicht, dass er Finanzminister wird. zweites Stichwort. Legislativer Fußabdruck, wenn Gesetze entwickelt werden, das ist die Phase, wo die Zivilgesellschaft aktiv schon mitmachen will. Das ist nicht möglich, wenn wir nicht die Referentenentwürfe nachlesen können. Es ist nicht möglich, wenn die Ausschüsse geheim tagen. Und ein letztes Stichwort, EU-Rat. Mit das Intransparenteste, das die EU zu bieten hat. Ich möchte von Ihnen beiden wissen, warum oder wie stehen Sie dazu, dass die Minister, die im EU-Rat und auch natürlich die Kanzlerin oder der Kanzler jeweils, dass die sozusagen in den EU-Rat gehen und die Bevölkerung weiß nicht, was diese Leute sagen werden im Namen ihres Volkes. Danke sehr. So, und die letzte, wir nehmen den Herrn da dran. Mein Name ist Jens Niemann, ich bin Mitglied beim BUND. Eine einfache Frage, das Umweltbundesamt beziffert die jährliche Subventionen mit umweltschädlichen Wirkungen auf ungefähr 50 Milliarden, beim Bundeshaushalt von ungefähr 350 Milliarden. Meine Frage an den Staatssekretär, welche umweltschädlichen Subventionen wollen Sie als erste streichen, als Ihren Beitrag für die schwarze Null von Olaf Scholz? Dankeschön. Das war für heute die Schlussfrage aus dem Publikum. Fangen wir doch da an, Herr Brunold.
50 Milliarden. Das Umweltbundesamt, für die, die es nicht wissen, ist dem, dem Bundesumweltministerium nachgeordnet, ist also sozusagen ihr Beritt. Die haben die Zahl festgestellt. So. Naja, das Umweltbundesamt erfreut sich einer erfreulichen Eigenständigkeit. Dennoch. Was auch in Ordnung ist. Und ich finde, gerade wenn man die Umweltthemen voranbringen will, muss das auch so sein. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich übrigens früher mal Finanzpolitik gemacht habe, die ersten 7 Jahre im Deutschen Bundestag, und schon damals die Bewertungen des UBAS, die es auch damals gab, nicht in allen Punkten geteilt habe. Und das gilt auch heute. Ich will Ihnen ein ganz praktisches Beispiel nennen. Ich komme aus einem ländlichen Raum. Bei mir fahren sehr, sehr viele Menschen mit ihrem Pkw, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Das, was als Pendlerpauschale dort über die Steuer wiederkommt, ist eine ökologisch schädliche Subvention, laut dem UBA-Bericht. Es geht davon aus, dass wenn man diese Subvention wegnimmt, dass die Menschen dann ihr Verhalten ändern. So, aber jetzt ist die spannende Frage, wie? Sie müssten dann ihren Wohnsitz dorthin verlegen, wo ihr Arbeitsplatz ist. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, wenn das passieren werde, tatsächlich unter dem gesamten Nachhaltigkeitsaspekt klug wäre. Und darum warne ich ein bisschen vor allzu einfachen Darstellungen und erlaube mir eine eigene Meinung. Und das Problem ist, dass wir, um die Frage auch dann noch endgültig zu beantworten, dass wir große Schwierigkeiten hatten in dieser schönen großen Koalition, die von mir heiß und innig geliebt wird, dass wir uns auch vernünftige steuerpolitische Maßnahmen leisten könnten, weil es sind tatsächlich ein paar dabei, die man sich näher anschauen müsste. Welche als allererste? Was würden Sie gerne streichen wollen? Ich will eher was einführen. Ich glaube, dass wir dahin müssen, dass wir zu einer Form von CO2-Bepreisung kommen, auch in den Bereichen, die nicht von dem Zertifikatshandelbereich ist. Wir haben zum Beispiel irgendwann einmal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Abwassergebühren eingeführt. Und ich finde, man müsste auch darüber nachdenken, ob man auch bei Häusern zum Beispiel CO2-Gebühren einführt. Und dann den realen Verbrauch von CO2 dort zum Gegenstand macht. Ich glaube, dass das eine ganz andere Anreizfunktion hätte als viele andere Maßnahmen, die wir machen. Also bei den umweltschädlichen Subventionen hätte ich eine kleine, die ich allerdings gern sofort hätte, und zwar die Befreiung des Kerosins auch im Inlandsflugverkehr. Die würde ich ehrlich gesagt gerne wegnehmen, auch wenn man sich klar sein muss, dass die großen Mengen sind der Fernflug und es ist aufgrund von internationalen Abkommen extrem kompliziert, da was zu ändern. Dann zu den Transparenzfragen. Ich glaube, dass man Verbändeanhörungen modernisieren muss teilweise, weil die Zivilgesellschaft sich verändert hat und viele Verbändeanhörungen in Ministerien noch sehr, sehr traditionell stattfinden. Ich glaube, dass Ausschüsse öffentlich tagen sollten, damit die, das ist zum Beispiel in Bayern, das hilft auch nicht die Welt, in Bayern sind die Ausschüsse öffentlich, ob das so viel gebracht hat in der bayerischen Politik die letzten Jahre, ich mache Ihnen ein Fragezeichen dran, aber ich war da schon mal, also das ist sehr ermüdend. Aber deswegen halten wir es trotzdem richtig, dass die Bundestagsausschüsse öffentlich stattfinden. Dann glaube ich, wäre wichtig, dass das Parlament besser informiert wird. Zum Beispiel, ich habe als Abgeordneter oft mehr erfahren, was zum Beispiel das Verkehrsministerium treibt bei Public-Private Partnerships. Das sind so Schäpse, Halbprivatisierungen. Wenn ich als Privatperson nach Umweltinformationsgesetz geklagt habe, als wenn ich als Abgeordneter nachgefragt habe, da fragt man sich natürlich schon, was der Irrsinn soll. Hat jetzt mal 300 irgendwas Euro gekostet. Gut, das war jetzt nicht die Welt, aber trotzdem absurd, dass ich als Bürger mehr rauskriege, um die Regierung zu kontrollieren, als wir als Abgeordneter. Deswegen, ich glaube, das Parlament bräuchte da ein paar Rechte mehr. Wir haben auch vor dem Bundesverfassungsgericht inzwischen geklagt, haben auch Recht gekriegt. Die Regierung ändert ihr Verhalten trotzdem nicht. Deswegen, da bräuchte man mehr Rechte. Und beim EU-Rat, ja, es müsste deutlich werden, wie sich Regierungen verhalten haben, aber ich glaube, es ist durchaus wichtig, dass so komplexe Dinge, dass da Regierungen einen Schutzraum haben. Ich meine, stelle sich vor, die zwar ziemlich verkorkste Griechenland-Rettung,
das wäre auch noch öffentlich ausgetragen worden. Ich möchte mir nicht ausmalen, was da für ein Murks und für eine, ja, rechter Mist von dem einen oder anderen verzapft worden wäre. Ich glaube, bestimmte Bereiche braucht politisches Handeln, Schutzräume, damit Leute Positionen räumen können, ohne komplett ihr Gesicht zu verlieren. Das ist was anderes wie Information. Das braucht es dringend, aber ich glaube, wir brauchen teilweise Schutzräume, damit, wie gesagt, Leute von zum Teil echt schrägen Positionen runterkommen, ohne komplett ihr Gesicht zu verlieren. Und ich meine, Deutschland hatte bei der Griechenlandrettung am Anfang eine extrem schräge Position und hat die dann zumindest Gott sei Dank zur Hälfte geräumt. Nicht, sonst würden wir jetzt in einer ganz anderen Welt leben. Letzte, allerletzte Frage an Florian Pronold. Haben Sie Informationen darüber, ob Ihr Parteifreund, Parteigenosse Olaf Scholz noch den Gedanken eines bundesweiten Transparenzgesetzes in seinem Herzen und Hirn erwägt? Oder werden Sie ihn gegebenenfalls daran erinnern, dass er das in Hamburg gesagt hat? Also ich weiß vieles, aber ich weiß nicht alles. Ich befürchte allerdings, weil ich diese lange Auseinandersetzung mit der Union kenne, dass wir dieses Vorhaben in den Koalitionsvertrag nicht untergebracht haben. Ich weiß, dass wir da sehr intensiv als SPD-Bundestagsfraktion da seit Jahren kämpfen. Ich übrigens selber immer versucht habe, auch voranzugehen. Ich war schon seit Beginn der Zeit 2003, wo es noch nicht viele gab, gläserner Abgeordneter und habe auch versucht, dadurch mehr Vertrauen zu gewinnen, indem ich auch kein Problem damit habe, alles öffentlich zu machen. Aber ich will zur Ehrlichkeit halber auch sagen, dass das, was Toni zum Schluss gesagt hat, auch tatsächlich so ist. Und man sollte aus dem Beispiel der Piraten lernen. Es muss ein großes Recht auf Information geben, aber es muss auch noch Prozesse geben, wo man miteinander im Gespräch ist und wo man Kompromisse finden kann. Das gehört auch mit dazu. Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir mehr Bürgerbeteiligung und mehr Bürgerinformation haben und bekommen und kämpfe mein ganzes politisches Leben dafür. Ich weiß aber, dass auch die Bürgerinnen und Bürger Schritt halten müssen bei all diesen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und ich hoffe, dass das Gap, diese Lücke da nicht zu groß wird. Ich habe nämlich manchmal auch den Eindruck, dass neben allen möglichen anderen Überforderungen da auch etwas dabei ist. Und das soll kein Argument gegen diese Dinge sein, aber es soll ein Hinweis sein, dass auch nichts von selber gut wird, wenn nur eine kleine Meinungselite über alle Informationen verfügt und sich einbringt, sondern es muss wieder in der breiten Masse auch Interesse geweckt werden. Dazu ist das notwendig, aber ich finde, man muss auch schauen, dass das funktioniert und da müssen wir, glaube ich, viel, viel mehr Hirnschmalz drauf verwenden, wie uns das gelingt, dass Menschen sich insgesamt wieder einmischen und für ihre eigenen Interessen und die des Allgemeinwohls kämpfen. Dankeschön, Florian Pronold, Dankeschön, Toni Hofreiter. Ich danke Ihnen vor allem und ich danke den drei Organisationen, die diese Veranstaltung zusammen auf die Beine gestellt hatten. Die haben gesagt, mach doch am Schluss eine kleine Zusammenfassung, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich fand es toll, dass das stattgefunden hat und ich glaube, dieser Streifzug, der bei Klima begann und bei Transparenz, politischer Transparenz endete und es doch alles etwas miteinander zu tun hat, das war für mich Bürgerbeteiligung und politisches Engagement von Zivilgesellschaft at its best und ich kann nur hoffen, Sie haben etwas davon gehabt, Sie setzen das fort und bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei Ihnen allen. Es gibt draußen, wer mag, ein bisschen was zu knabbern und zu trinken und wer es etwas hochwertiger mag beim Getränk, das ist zu zivilen Preisen auch möglich. Dankeschön und noch einen guten Abend.